Nicht nur das Blauner Original, die Night Idol, staunte am vergangenen Wochenende nicht schlecht. Denn ab Samstagmittag ging vom Klostermarkt aus in stadtauswärtiger Richtung nichts mehr. Ein weiterer Schandfleck im Zentrum der Spitzenmetropole musste den Baggern weichen. In einer riesigen Staubwolke verschwand das Eckhaus Klostermarkt Oberer Steinweg. Unter den Augen zahlreicher Schaulustiger ging eine oberfränkische Baufirma ans Werk, das in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts errichtete Haus dem Erdboden gleichzumachen. Mit Wasser versuchte man, der ständigen Staubwolke Herr zu werden. Der Abtransport des Bauschutts soll allerdings noch etwas dauern, da der Abfall noch getrennt werden muss, denn auch hier wird Recycling großgeschrieben. In wenigen Monaten bereits soll hier ein Wohn- und Geschäftshaus das Ansehen unseres Zentrums verschönern. Bleibt nur zu hoffen, dass es zu einer besseren Belebung der Innenstadt beiträgt.